Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play V-Hunter Call of the Wild. Und heute werden wir das Gold-Wiesent jagen, welches ich schon, ja, mehr oder weniger angekündigt habe. Ich war mir nicht sicher, ob ich gleich die nächste Folge machen werde, aber hey, hier sind wir und jetzt werden wir den Gold-Wiesent jagen. Vielleicht haben wir noch genug Zeit für ein bisschen mehr, aber werden wir ja sehen. Ich mache erstmal hier vorne so einen kleinen Marker hin, denn hier vorne habe ich eigentlich immer ganz gut mit Wiesent Glück gehabt. Werden wir einfach mal ein bisschen hinschillen und wer weiß. Ansonsten habe ich das Fernglas dabei. Nee, habe ich nicht. Das brauchen wir, das Nachtsichtfernglas, denn die fressen, glaube ich, von 19 Uhr bis 0 Uhr. Und das ist ein bisschen spät. Entsprechend wäre so ein Nachtsichtfernglas natürlich nicht verkehrt. Gerade wenn wir so in die Ferne gucken und alles dunkel ist, ist es natürlich ganz gut, wenn man so ein Teil hat. Ne, hier Nachtsicht, Fernglas, ganz nice. Eine kleine Vorführung hier, zack. Sieht man hier ganz gut, vor allem finde ich, auf Schwellen ist das Ding richtig nützlich. Hier kann man schön weit gucken, was man so jetzt hier nur sehr schwer erkennen würde. Und gerade wenn man so hier, ne, runter guckt, so, das ist schon sehr nice. Auch wenn es hier jetzt gerade in der Situation da nicht so viel bringt. Aber hier zum Beispiel kann man da unten reingucken, was wir jetzt von hier gar nicht sehen würden. Und, ja, schon nice. Nur sehr klar. Da vorne ist gar nichts. Gut. Wir brauchen halt ein Gold Wiesent. Steht, glaube ich, Wiesent. Lustigerweise steht auf der Seite Bison. Im Englischen irgendwie Plains Bison oder sowas war bei den einen. Und hier war es irgendwie ein anderer Bison. Und ach, ist auch egal. Hier ist es halt der Wiesent und daran lässt sich nicht rütteln. Ist ja auch okay. Also mich zumindest stört es nicht. Ob jetzt Wiesent oder Bison. Auch wenn ich schon ein paar Korrekturen bekommen habe, weil ich den ja einmal falsch genannt habe. Aber das ist ein Prinzip, das ist jetzt nicht böse gemeint, ja. Das ist nur ein Prinzip, woran ich gerade denken muss. Und das hat, glaube ich, mal jemand auch aufgezeigt, so ein Lehrer, der hat 10 Rechnungen an die Tafel geschrieben. Und 9 Rechnungen waren richtig und die 10. war falsch. So ein Professor und die haben sich halt alle darüber lustig gemacht, dass die 10. falsch war. Aber es hat er absichtlich gemacht, um zu zeigen, dass alle bei den 9 Malen, wo er es richtig gemacht hat, da sagt niemand was. Aber bei dem einen Mal, wo er es falsch gemacht hat, ne, da geht's dann los. Das ist halt in der Welt irgendwie ähnlich, oder? Das ist jetzt nicht, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. Mich hat es nicht gestört. Ich finde es gut, wenn ihr mich verbessert, wenn es angemessen ist. Das hier erinnert mich nur so ein bisschen daran. Und damit will ich einfach sagen, nehmt euch sowas nicht zu Herzen oder lasst euch davon nicht ärgern. Es ist einfach so eine... Ja, also denkt da einfach so im Hinterkopf dran. Weil dann ärgert ihr euch vielleicht nicht so drüber. Ja, manche machen sich ihre Erfolge gar nicht so bewusst. Manchmal oftmals vergisst man das ja auch, ne? Zum Beispiel, wenn ihr irgendein Hobby anfangt oder so. Und ihr schafft hier ständig was und ihr habt vielleicht hier, ne, niemanden, der euch da irgendwie so ein bisschen Bestätigung gibt, dann. Oder gibt man nicht. Oh, Hallöchen. Da haben wir ja einen schicken. Ein schickes Reh. Das können wir ja eigentlich mal eben mitnehmen. Würde ich sagen. Leider nämlich keine Bisons hier in der Nähe. Ja, würde ich sagen, machen wir mal. So. Passiert euch das denn auch mal oder habt ihr das so in der Arbeit oder woanders auch? Würde mich interessieren. Ne, wie geil, ich habe da. Mich stört sowas nicht. Ich finde das da eigentlich ganz gut.
wenn man mich verbessert, insofern ich einen Fehler mache, der mir vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Und ich denke, nicht jeder ist so schlimm, ne, so was das angeht. Und mir ist das schon oft aufgefallen, auch bei anderen. Dass sie immer so dann darauf hingewiesen werden, wenn sie irgendwas falsch machen. Wenn sie irgendwas gut machen, das wird dann irgendwie gar nicht erwähnt. Oder sonderlich gelobt. Ja, schön, hier, bang. Das war doch ein schöner Schuss. Und jetzt noch die... Oh, da vorne haben wir ein weibliches Bison. Mehrere weibliche Bisons. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen aufpassen. Das sind bisher nur weibliche. Weibliche bringen mir natürlich nicht so viel. Bezüglich der Quest. Ich stelle jetzt einfach mal die Theorie auf, dass in der Gruppe hier vorne wahrscheinlich kein großes Männchen sein wird. Ne, ich lehne mich da einfach mal aus dem Fenster. Ich meine, ist ja auch nicht schlimm. So, hier, alles Weiber. Dann verschwenden wir unsere Zeit nicht mit denen, wisst ihr? Ich weiß ja, wo die Bisons ungefähr aktiv sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen hier so in die Richtung. Beziehungsweise da so. Gucken wir einfach mal so ein bisschen, ne? Finden wir ja vielleicht noch den einen oder anderen. Die erste Gruppe haben wir ja schon gefunden, auch wenn da leider nichts dabei war. Aber ich sag mal, Bisons sind auch, glaube ich, so ziemlich das Schwerste auf der Liste. Ein Wildschwein, ja, ist jetzt auch nicht super angenehm, aber ich denke mal, Wildschweine sind schon ein bisschen einfacher. Weil Wildschweine, da kenne ich viele, viele Stellen. Die jage ich auch öfter mal. Aber Bisons? Nee. Bisons jage ich so gut wie nie. Immer dann, wenn sie mir über den Weg laufen. Wenn sie... Ich kann es ja nicht nachmachen. Dieses komische Geräusch machen. Dieses Schnauben. Dieses... Ja, über die ganze Karte. Über die halbe. Dann jage ich sie. Manchmal. Wenn ich gerade nicht zu faul bin. Ne, aber, ich meine, die sind ja auch nicht schwer. Sind nicht schwer zu jagen an sich. Aber. Um die Schwere geht es ja auch an sich gar nicht. Geht ja eher darum, dass sie ziemlich schwer zu finden sind. Zumindest finde ich die nie. Wobei, wo ich mit dem Quad rumgefahren bin, habe ich öfter mal welche gesehen. Genau, das war hier vorne. Hier in dem Stückchen auch immer. Das war nicht ein Vibe. War wahrscheinlich die Gruppe von eben.
Ja, sie sind noch ganz gut in der Nähe. Ich denke, das wird das Vibe sein. Ich werde mal ein bisschen die Spuren hier anklicken und dann. Oh Gott. Jesus. So ein bisschen nach den Spuren gehen. Wenn da keine Männerspuren sind, dann werden auch keine Männer sein. Höchstwahrscheinlich. Außer der hat irgend so eine uralte Mönchtechnik, wie er seine Spuren hier verwischen kann. So. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken. Und zwar in die Richtung. Ich würde sagen, so mit der Straße ist gar keine schlechte Idee, so in der Nähe von der Straße mal so in Richtung Straße zu gehen. Da habe ich auch schon öfter welche gefunden. Da vorne läuft irgendwas. Oh, Männchen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn wir Glück haben. Oh ja, drei. Ist jetzt nicht so schlecht. Denke, der Treffer war in Ordnung. Oder auch nicht. Ja, wobei. Der zweite Treffer vielleicht. Der war jetzt nicht so schlecht, glaube ich. Oder? Ja, der war nicht so gut. Okay. Tut mir leid. Glaube, ich habe dich verkackt, oder? Ja, war eh nur Silber. Habe ich zwar verkackt. Aber war sowieso weit von Gold entfernt, leider. Erlege 50 Wiesent habe ich gerade als Erfolg bekommen, aber ja, immerhin. Ja, hatte ich mir aber schon gedacht. Leider sind, ne, meistens dann die Vierer Wiesent Gold und nicht die Dreier. Also wie bei den meisten Tieren, dass die Dreiertierchen in den meisten Fällen nicht so dolle sind. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Dreier Gold hatte. Hattet ihr schon mal einen Level 3er mit Gold? Kann mich bei mir gerade gar nicht dran erinnern. Und jetzt sind Enten und so davon ausgeschlossen, ne? Ihr wisst schon, Tiere, die eigentlich Max Level 5 haben. Wobei ich schon für möglich halte, eigentlich 3 Gold. Klingt zumindest gut. Beziehungsweise plausibel, dass das geht. Ich meine, 4 geht ja auch Diamant, ne? Wurde ich übrigens auch neulich gefragt. Bei 8 weiß ich nicht, ob die Diamant sein können, aber 4 kann Diamant sein, wenn das Max Level 5 ist und 8 weiß ich nicht, aber könnte es auch sein. Könnte es auch sein. So, ja, hier ist eine riesige Fläche. Ich wünschte, dass hier irgendein Bison wäre. Das hätte ich hier echt schön sehen können. Schon nicht ganz einfach hier. Also ich denke, Goldwiesen ist wie gesagt auch das Schwerste auf der Liste. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich das Ganze angehen könnte.
Aber erstmal machen wir es mit der Rennmethode durch den Wald. Das hat eben nämlich auch ganz gut funktioniert bei dem einen. Ich sag's mal so, wenn wir eine Gruppe gefunden haben, die wir aufgescheucht haben, ist das leichter, dann einen Kill zu bekommen, als, naja, durch den Wald zu schleichen und stundenlang zu hoffen, dass wir überhaupt mal die Spur aufnehmen. Nee, also hier sind gerade überhaupt keine Wiesent. Ich sehe so ziemlich gar keine Wiesent hier. Keine Geräusche. Keine Spuren. Also ich würde sagen, hier auf der linken Seite brauche ich jetzt erstmal nicht gucken. Dann gehen wir mal lieber so in Richtung meiner Markierung. Aber hier auf dem Boden seht ihr auch, ne, keine Spuren. Ich werde erstmal kurz einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich was gefunden habe. Ich habe mal eben kurz einen kleinen Cut gemacht, weil ich an diversen Stellen keine Bisons gefunden habe. Und ja, auch in dem gesamten Wald hier vorne habe ich nichts gefunden. Nicht eine Spur. Und deswegen habe ich gedacht, okay, gehe ich mal auf Trinkgebiete, habe auch schon ein paar abgesucht und ich bin jetzt locker schon 1,5 Stunden Realtime unterwegs. Ne, kein Scheiß. Und suche hier schon die Bisons. Hab jetzt eine Stelle gefunden, wo ein paar zu sein scheinen. Ist hier vorne. Da ist zumindest ein Weibchen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass hier ein Männchen ist. Da vorne kommen gerade welche, denke ich mal. Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach, hier irgendwas zu finden. Also das macht es wirklich schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht einfach. Vor allem, die lassen sich auch nicht anlocken oder so. Nun weiblicher leider. Oh, der ist nett. Ah, da hinten ist nun ein Weibchen. Du bist doch das einzige Männchen hier in der Gruppe. Aua, nein. Nein. Aber wir haben ihn gut getroffen. Wir haben ihn gut getroffen. Den zweiten auch. Hab auch 600er Pfeile drin. Ne? Ebenfalls gut getroffen, also sollten gleich alle umfallen. Ja. Zweiter ist auch down. Dritter auch down, sehr schön. So, einmal Silber. Nochmal Silber. Und ich bete zu Gott, dass das hier ein Goldener ist.
Falls nicht, müssen wir es verschieben. Ich habe heute echt viel Zeit hier reingesteckt. Und ja, Gold, perfekt. Super, 3 kann also Gold werden. Und damit hätten wir auch diesen Punkt abgehakt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hier habe ich ihn übrigens gefunden. Hier am See in der Mitte. Hier so, ne? Könnt ihr dann zu der Lodge gehen, hier mal ein bisschen rumsuchen. Dann findet ihr da sicherlich auch ein Trinkgebiet von 3 Uhr bis 7 Uhr. Ätzende Zeit, ich weiß. Und ja, ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen nie vergessen, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.